Afrika, c'est bon. Meine liebe Damen und Herren, willkommen wieder bei unserem zweiten Ausgabe Integro Forum. Unser Integro Forum, Integro Show, ist ein Programm, das wir seit letztem Jahr begonnen haben. Und es ging darum, dass wir eine Plattform schaffen, wo Migranten, sagen wir Menschen mit migrantischen Hintergründen und genauso mit Stakeholders zusammenkommen. Wir haben begonnen letztes Jahr, Format von unserer Sendung ist, dass wir immer von einem Fall gehen, ja, und dann laden wir Experten, Stakeholder, zuständige Persönlichkeiten und Verantwortlichen über den Fall zu analysieren, den Fall zu analysieren, aber gleichzeitig darüber hinaus über das Thema zu diskutieren. Wir haben uns gedacht, heute reden wir über Wohnungen, über Wohnen. Wohnen ist ein Grundrecht, ja, und Wohnen ist aber gleichzeitig in einem fremden Land ein Dschungel. Viele Menschen von verschiedenen Ländern, wenn sie nach Österreich, nach Wien können, wissen nicht, wie funktionieren Wohnen. Bei uns in Afrika sehr oft, da gibt es Wohnungen überall, empfangen die Familie, kommen von draußen her, wer will kommen. Aber hier gibt es Gesetze. Gesetze. Deswegen wollen wir die Gesetze verstehen. Wir gehen von einem Fall und zuerst dann versuchen wir ein Beispiel zu nehmen und später dann die Experten, die wir eingeladen haben, werden über den Fall kommentieren und gleichzeitig Muster geben. Warum? Weil das Problem, das wir bemerkt haben, Migranten und Menschen, die zuständig sind, haben keine Chance zu treffen. Aber hier in unseren Sendungen, die Begegnung findet statt. Die Begrifflichkeiten auch, wie die erklärt, in dieser Sendung, diese Problem wird gelöst. Aber gleichzeitig aber die Angebote, wie man, wo man findet was. Und deswegen freuen wir uns, hier einen Fall zu erläutern. Und dieser Fall ist 10 oder 5 oder 6 Jahre alt. Und dann versuchen wir zu verstehen, warum es lange gedauert hat und was ist das, es bedeutet. Wir haben eine Vertreter der Familie hier von diesem Fall. Das ist eine Wohnung in der Kärntnerstraße, hier in Wien, ganz genau neben Stephansdom, ne, da mitten in Wien. Und wir haben den Rechtsanwalt der Familie auch hier. Wir haben auch angeladen, die Gegenteile des Problems auch angeladen, der Versicherung angeladen, die auch die Wohnung irgendwie auch Hausverwaltung nicht. Aber Sie haben gesagt, der Fall ist noch im Gericht, Sie können nicht kommentieren. Und wir respektieren auch die Entscheidung von jedem. So, jetzt eine kurze Vorstellung. Rechtsanwalt, wer sind Sie? Wo haben Sie das Büro? Mein Name ist Doran Schmelz, ich habe mein Büro in Klosterneuburg. Wir sind außerdem auch in Wien tätig und gerade auf Immobilienrecht spezialisiert. Und der junge Mann? Mein Name ist Nasser Jamil Franz Al-Balun. Ich bin 21 Jahre alt, Student und ich wohne in dieser Wohnung, von der wir jetzt in der Wohnung, wo es gestritten wird. Genau, ja. Und der haben wir gesagt, vielleicht dann kennst du den Fall besser, da kannst du erklären. So, jetzt haben wir die Experten, die hier sitzen, ja, die wollen später verstehen. Rechtsanwalt, worum geht es da? Und seit wann es gedauert? Wie es hat es begonnen? Begonnen hat das Ganze damit, vor etwa 6 Jahren, dass die Familie Al-Balul eine Wohnung gesucht hat in Wien und vor dem Problem stand, keine entsprechend große Wohnung für ihre Familie, die aus einem Vater, einer Mutter und 4 Kindern besteht, zu finden, weswegen sie 2 Wohnungen, die direkt nebeneinander liegen, im selben Haus angemietet haben. Wenig später haben sie dann noch eine 3. Wohnung, auch am selben Stock, direkt gegenüber dazu gemietet, sodass es mehrere Wohneinheiten gibt, sowohl für die 2 Eltern als auch für die 4 Kinder. Die ersten Jahre des Mietverhältnisses waren dann dadurch gekennzeichnet, dass in einer der Wohnungen ein Schaden entstand. Einerseits waren die Abflüsse im Badezimmer defekt, andererseits waren gewisse Fenster im Wohnbereich defekt, sodass es beim Regnen sozusagen sprichwörtlich in die Wohnung hineingeregnet hat. Und damit hat begonnen, dass meine Mandanten jahrelang versucht haben, den Vermieter dazu zu überzeugen, diese Schäden zu beheben, dass man die Wohnung auch wirklich nutzen kann. Da ist man ein bisschen gegen Wände gelaufen. Die Familie Al-Balul hat dann sogar angeboten, auf eigene Kosten diese Schäden zu beheben. Das wollte der Vermieter auch nicht haben. So dass letzten Endes die Familie die Schlichtungsstelle angerufen hat, weil sie keinen anderen Ausweg mehr gesehen hat. Da gibt es auch bereits eine Entscheidung, dass hier tatsächlich Mängel vorliegen. Können wir verstehen, was eine Schlichtungsstelle ist? Die Schlichtungsstelle ist eine Organisation, die Gerichten vorgeschaltet ist
und für gewisse Streitigkeiten aus Mietverhältnissen Entscheidungen trifft, die dann in weiterer Folge vor Gericht angefochten werden können. Und diese Schlichtungsstelle hat eben im Rahmen auch einer Begutachtung festgestellt, dass hier wirklich Schäden vorliegen und dass die nicht vom Mieter, sondern vom Vermieter zu beheben sind. Ja. Vielleicht hier ergänzend auch, diese Schäden sind nicht entstanden, als wir eingezogen sind, sondern diese Schäden gab es schon Jahre, bevor wir eingezogen sind. Der Vormieter hat das schon angeprangert, hat gesagt, dass die Schäden da sind, es regnet hinein und ist einfach nicht ordnungsgemäßer Zustand. Aber die haben sich nicht darum gekümmert, leider. Aber bis jetzt, sechs Jahre. Aber jetzt gerade, wenn ihr in eine Wohnung angezogen seid, sagen deinem Vater, eine Wohnung gemietet hat, der Schaden hatte, wieso sollte es später schon ein Problem sein? Ich verstehe nicht die Frage. Ja, wenn man anzieht in eine Wohnung, ja. Wohnung hat Schaden. Ja. Und wieso soll später ein Problem, gab es eine Abmachung, dass der... Es war so, man konnte nicht erkennen, dass das... Dass das reinregnet, ja. Mhm. Später dann, wir sind darauf gekommen, naja, das ist nicht, man kann das nicht so benutzen. Dann haben wir, also mein Vater hat dann mit dem Hausverwalter gesprochen, hat gemeint, bitte, ich will das reparieren, renovieren, die Wohnungen. Ich mache das auch auf meine eigenen Kosten, falls das notwendig ist, weil die das nicht gemacht haben. Aber die haben gesagt, nein, das sind bitte allgemeine Hausteile und dieses Haus ist auch denkmalgeschützt. Das heißt, man muss hier vorsichtig vorgehen. Dann hat er gesagt, okay, bitte macht ihr das. Dann haben die ein paar Mal Leute hingeschickt auch und das anschauen lassen, aber die haben niemals was gemacht. Dann sind Jahre sind vergangen und nichts ist passiert. Dann mussten wir zur Schlichtungsstelle gehen. Die hat uns Recht gegeben, hat gesagt, das geht so nicht, das muss repariert werden. Dann haben die das angefochten. Das Gericht hat uns auch Recht gegeben, hat gesagt, so geht's nicht, das muss repariert werden. Und trotzdem wollen die das nicht machen. Und jetzt zusätzlich dazu haben die nicht nur die Verweigerung der Reparaturarbeiten, sondern auch, die wollen uns auch aus der Wohnung jetzt rausekeln, mit dieser Art und Weise. Okay, bevor wir kommen auf diese Phase, es hat nicht nur diese Schlichtungsstelle, sondern auch Stadt Wien war angeschaltet, oder? Genau, die Schlichtungsstelle ist eine Einrichtung der Stadt Wien, um gerade eben Mietern auf kostensparende und rasche Variante Lösungen bei bestimmten Problemfällen zu bieten, wie gerade bei Mängeln oder auch wie bei der Überprüfung der Mietzinse, der Angemessenheit der Höhe. Gut. Und warum die wollte euch rausschmeißen? Die haben uns, also nachdem wir eingezogen sind, das war, ich glaube, 2014 April circa, zwei Monate danach oder drei Monate danach haben die Klage eingereicht und haben gesagt, dass wir raus sollen. Mit der Begründung, dass weil mein Vater ist Auslandsösterreicher und er ist nicht immer in Österreich, sondern er ist auch beruflich im Ausland unterwegs viel und er hatte vor, in die Wohnungen einzuziehen, sobald das repariert ist. Aufgrund einer gewissen Notsituation mussten wir dann vorzeitig auch einziehen dort und mein Vater war aber noch immer im Ausland tätig und die haben gesagt, naja, ihr dürft dort drinnen nicht wohnen, nur euer Vater. Im Prinzip, die wollen uns hinaushauen, also die Kinder und die Mutter, meine Mutter wollen sie hinaushauen. Warum? Weil wir in der Wohnung von meinem Vater wohnen. Was er für die Familie genommen hat. Das sind, wie unser Rechtsanwalt bereits gesagt hat, das sind drei separate Wohnungen, 180 Quadratmeter. Und die sagen, naja, nur der Vater darf drinnen wohnen, sonst niemand. Betonen, dass die Wohnung gehört der Versicherung Grave, oder? Genau, die Wohnung steht im Eigentum der Grazer wechselseitigen Versicherung, die natürlich über entsprechende finanzielle und personelle Ressourcen verfügt, um gegen Mieter entsprechend vorzugehen. Und dass einem lästigen Mieter, der Erhaltungsarbeiten durchsetzen möchte, mit einer Kündigung begegnet wird, ist nichts völlig Ungewöhnliches und so war es auch in diesem Fall. Aber wenn es diese Familie ansehen muss und sie sagen, ich habe gesehen, sie haben gesagt, es war nicht erlaubt, dass neue Leute in die Wohnung wohnen, solange der Besitzer oder der Mieter nicht dort wohnt, ja. Ist das ein Problem? Ob das ein Problem ist, ist eine gute Frage. Ja, in der konkreten Konstellation ist das noch nicht entschieden worden, oberstgerichtlich in Österreich. Rechtlich ist die Frage gar nicht so uninteressant und leicht zu lösen. Die Versicherung hat sich in diesem Fall nämlich auf mehrere Kündigungsgründe gestützt und einer von diesen Kündigungsgründen wurde in erster Instanz vom Gericht und teilweise auch in zweiter Instanz bezüglich einer Wohnung bejaht. Und zwar sieht das Gesetz die Möglichkeit einer Kündigung vor, wenn die Wohnung zur Gänze an dritte Personen weitergegeben wird.
Das soll klassischerweise die Untermiete verhindern. Ich miete eine Wohnung an und gebe sie direkt einem anderen weiter und verlange dann noch einen höheren Mietzins, als ich selbst zahle meinem Vermieter. Die Weitergabe an einen Dritten ist ausnahmsweise dann erlaubt, wenn ich es mache an Familienangehörige, die eintrittsberechtigt sind. Und eintrittsberechtigt ist jetzt ein juristischer Begriff, der im Rahmen der Kündigungsbestimmungen des Mietrechtsgesetzes überhaupt nicht definiert wird, sondern an ganz anderer Stelle des Gesetzes. Und zwar beim Eintrittsrecht im Todesfall. Wenn der Hauptmieter stirbt, dann haben gewisse Familienangehörige wie Ehepartner zueinander oder Eltern, Kinder das Recht, in den Mietvertrag einzutreten, unter der Voraussetzung, dass im Zeitpunkt des Todes des Hauptmieters ein gemeinsamer Haushalt bestand. Das ist auch eine berechtigte Einschränkung, weil man sonst über Generationen hinweg Mietverträge einfach überbinden könnte und der Vermieter faktisch nie die Möglichkeit hätte, den Mietzins anzuheben. Aber in diesem Sinn, es war keine Weitergabe, sondern der Herr El-Baul hat seine Frau und seine Kinder in die Wohnung wohnen lassen, ja. Hat die nicht weitergegeben. Wieso ist da nicht trotzdem ein Problem gewesen? Es war im rechtlichen Sinn schon eine Weitergabe. Es ist nur die Frage, ob diese Familie hier konkret nicht doch zum Begriff der nahen Angehörigen zählt, denen man doch weitergeben darf die Wohnung. Und das entscheidende Kriterium ist, brauche ich hier wirklich einen gemeinsamen Haushalt, wenn ich für meine Familienangehörigen eine Wohnung anmiete? Vor allem, weil der Familienvater hier unterhaltspflichtig gegenüber seinen Kindern ist und diese Unterhaltsleistung ja nicht nur durch Geld gewährt werden kann, sondern auch in Natura, indem ich Wohnraum zur Verfügung stelle. So, jetzt die Frage an dich jetzt. Gerade, wir haben gehört, es ist eine wackelige Begrifflichkeit, aber wenn ihr nicht in die Wohnung wohnen wollt, warum wollt ihr unbedingt dort in die Wohnung als Recht, wenn der Gesetz ein bisschen Beschränkung macht? Naja, erstens, wir haben keine andere Wohnung, wir können nicht auf der Straße leben. Und zweitens ist es so, ich bin kein Jurist, aber als Student, wenn ich das sehe, ich habe das noch auch von keinem anderen Kollegen gehört, dass eine Familie rausgehaut wird, weil sie in die Wohnung vom Vater wohnt oder von der Mutter wohnt. Das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es im Sinne von Österreich ist, in der österreichischen Gesetzgebung, dass es familienfeindliche Gesetze gibt. Dass man sagt, die Familie muss raus vom Vater- oder von Mutterwohnung. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das ist eine Missinterpretation von dem Gesetz, wie das hier funktioniert hat. Weil das ist sicher nicht, wie sich die Leute das gedacht haben, die das Gesetz gemacht haben. Wäre für mich wirklich... Also ihr findet das Gesetz auch nicht fair? Ich glaube, das Gesetz ist auch gar nicht so gedacht. Ich glaube, die Leute, was das geschrieben haben, werden sicher nicht gedacht haben, ja, und so hauen wir dann die Kinder und die Mutter oder den Kinder und den Vater raus, wenn der Vater nicht... So, es bleibt uns 2 Minuten. Jetzt kommt meine letzte Frage an dich zuerst. Wenn ihr zusammen in die Wohnung mit Vater alles redet, hat der Vater gewusst, dass er darf nicht? Wie bitte? Hat er gewusst, dass er darf nicht euch anziehen lassen? Natürlich nicht. Wo soll man das wissen? Welcher Mensch bitte da holt nicht seine Kinder in seine Wohnung? Das waren bitte auch minderjährige Kinder teilweise. Also meine Schwester war noch unter 18 Jahre alt. Natürlich hat er gedacht, ich nehme meine Kinder in die Wohnungen, die ich gemietet habe. Ja, 180 Quadratmeter alleine, kein Mensch kann alleine 180 Quadratmeter bewohnen und 3 verschiedene Wohnungen. Das geht ja gar nicht. Ich sage, ich hole meine Frau und meine Kinder her und ich komme später nach. Und dann auf einmal sagen die, ja, raus mit euch. Und ich glaube, das war auch, ist kein Zufall, dass die auch 6 Jahre lang keine Reparaturarbeiten machen. Ich bin froh, dass hier uns auch die Mietervereinigung unterstützt hat, hier, dass wir hier weiter kämpfen können, um zu unserem Recht zu kommen. Ja, wir werden nicht für die Mieter verlängern. Wir kommen zu Ihnen, weil das ist jetzt gerade, werden Sie uns verlassen. Wenn im Vertrag stand, dass Herr El-Baul nicht die Familie anziehen lassen oder gab es im Vertrag nicht? Im Vertrag gab es so eine Regelung nicht. Es gab eine ganz normale Regelung, dass eine Untervermietung ohne Zustimmung des Vermieters nicht geht, nicht zulässig ist. Das ist völlig üblich und in fast allen Standardverträgen drinnen. Nur Untervermietung bedeutet, dass ich gegen eine Gegenleistung, gegen eine Geldzahlung für Mietzins weitergebe. Ja. Ja. Der Sinn und Zweck des Untermietverbotes erfasst ja, so glaube ich, nicht die eigene Familie, sondern irgendwelche beliebigen Dritten. Ja, und in welchen Vertrag schreibt man die Kinder hinein? Ich habe noch nie von einem Freund gehört, dass jede einzelne Person, was in die Wohnung wohnt, in einem Mietvertrag drin steht. Also das heißt, der Vater ist davon ausgegangen, meine lieben Damen und Herren, dass wenn die Wohnung ihm gehört, kann die Familie anziehen lassen. Das ist ein Thema, das wir auch mit unseren Experten nochmal diskutieren werden. Der Fall dauert jetzt 5 Jahre.
Das heißt, wenn es tropft immer in die Wohnung, wie kann man schon, das ist auch unser zweites Thema, das wir auch mit der Expertenrunde diskutieren, sehr oft, da behaupten wir, dass Migranten und Migrantinnen in unwohnbare Wohnungen jetzt sehr oft angebracht werden. Meine lieben Damen und Herren, diese Fall haben wir gehört. Jetzt bekommt nur eine Sekunde einen Wunsch zu essen, bevor Sie gehen, Herr Rechtsanwalt. Ein Wunsch? Ein Wunsch? Hm? Dieses Verfahren zu gewinnen und für viele andere Personen, die, glaube ich, in einer ähnlichen Situation sind, dass Eltern Kindern die Wohnung anmieten und bezahlen, Sicherheit zu schaffen. Erste Instanz gewonnen, zweite Instanz gewonnen, in dritter Instanz anhängig. Erste Instanz verloren, aber in dritter Instanz anhängig und da holen wir das Beste raus. Schlichtungsstelle, na, die Reparaturarbeiten haben wir gewonnen. Erste Instanz, Schlichtungsstelle und jetzt ist zweite Instanz. Alle haben denen gesagt, bitte reparieren. Reparatur habt ihr gewonnen und jetzt rausgehen mussten sie. Ja, warum? Genau, weil die Familie drin wohnt. Ja, genau. Ja. Das heißt, bevor es repariert werden. Mein Wunsch wäre, dass wir hier eigentlich, dass ich mit meiner Familie in der Wohnung wohnen kann von meinem Vater und dass der Hauseigentümer, die Grave, aufhört, solche Das solche sind die drei machen, Themen, meine lieben Damen und Herren, die in unsere weitere Vorgangsweise in der zweiten Runde von Experten darüber diskutiert wird. Sie sind auch da, Publikums, ihr guckt, ihr schaut, ihr hört. Ihre auch Reaktionen sind uns interessant. Ganz einfach eine E-Mail an unsere E-Mail-Adresse schicken, office@radioafrika.net. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid, Herr Rechtsanwalt. Wir wünschen alles Gute. Die Experten werden nochmal den Fall kommentieren. Vielen Dank und vielen Dank. Kamaya, 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 kababereke, makababereke, mabringa, mabringa, makababereke, mabringa, mabringa, makababereke, mabringa, mabringa, makababereke, mabringa, mabringa, Integration Underground, das ist ein Programm, das wir, wie gesagt, seit einem Jahr wieder mal alle Jahre wieder wiederholen. Und dieses Mal sind wir mitten in einer sehr, sehr komplizierten Situation, Wohnungsproblematik. Wohnungsproblematik betrifft alle und wir haben gehört, was für die Familie Al-Bahoul passiert ist. Die wichtigen Gäste, die ich angekündigt habe am Anfang, sind da. Und wir haben den Fall sehr gut zugehört, glaube ich, oder? Mhm. Aber wenn ich mir erlaube, da habe ich hier drei wichtige Punkte herausgefischt. Der erste Punkt ist diese Situation, dass die am meisten von den Migranten akzeptieren, in einer unbrauchbaren Wohnung zu leben. Ich kann mir schwer verstehen, wie eine echte Österreicher, wie man sagt in dieser politischen Geschichte, 5 Jahre lang in einer Wohnung wohnt, wo es in der Wohnung tropft. Zweite Problematik, die ich auch herausgefischt habe, die uns beschäftigen wird, sind diese Gesetzgebungen. Es gibt Sachen, die nicht geschrieben sind und locker und schnell kann man hineinfallen. Dritte Punkt, wo ich auch vielleicht nochmal möchte, dass wir sogar damit beginnen. Wir haben eine Situation, wo die Familie hat sich beschwert, hat geklagt und gewonnen und dann muss derogiert werden. Also das heißt, was wird passieren, wenn sie derogiert wird und später den Fall gewinnt. Also deswegen, wir haben die Zuschauerinnen, ich glaube, haben sie auch viele zu tun, zu schauen. Aber bevor wir in die Sendung hinein untertauchen, möchte ich eine kurze Vorstellung von unseren neuen Kommenden beginnen mit der Mietervereinigung. Ja, mein Name ist Elke Hanel-Torsch, ich bin die Vorsitzende der Wiener Mietervereinigung. Und wir haben ja auch den Fall der Familie begleitet, was die Fenster und die Reparaturarbeiten betrifft. Und da ist es leider halt jetzt so, dass das jetzt beim Landesgericht liegt und wir warten auf die Entscheidung. Also 5 Jahre. Der Klagsverband ist uns bekannt seit dem Beginn, der Integro dabei. Damals, wir sind mittlerweile bei Du, so uns nach Nicosia begleitet und da haben wir Österreich dort unsere Konzepte Integro präsentiert. Aber noch einmal, was ist Klagsverband? Ja, mein Name ist Volker Frey, ich bin Generalsekretär vom Klagsverband und der Klagsverband ist ein Dachverband von derzeit 42 Antidiskriminierungsorganisationen und unsere Mitgliedsvereine nehmen Erstbeschwerden bei Diskriminierung an, suchen außergerichtliche Lösungen und wo die nicht gelingen, bringen wir Fälle zu Gericht und ca. 40% der Fälle
wo wir beraten und wo wir dann den Gerichtsweg einschlagen, haben im weitesten Sinn mit Rassismus zu tun. Also kann ich jeden Fall zu Ihnen mitbringen oder muss eine Organisation dahinter stehen? Zuerst müssen Einzelpersonen zu unseren Mitgliedsvereinen gehen. Das kann sein Zara oder Peregrina oder in den Bundesländern, zum Beispiel Migrare in Linz oder Tigra in Innsbruck oder die Antidiskriminierungsstelle in Graz. Und wenn die außergerichtlich keine Lösung finden, dann schauen wir, ob es Sinn macht, einen Fall zu Gericht zu bringen. Adresse, muss man Adresse, Visitkarte muss man holen. Wandern wir in die Stadt Wien und da haben wir eine Menschenrechtsabteilung, oder? Genau, das ist so ein Menschenrechtsbüro. Mein Name ist Shams Asadi und ich bin die Menschenrechtsbeauftragte der Stadt Wien. Beziehungsweise Wien ist seit 2014 mit dem Beschluss des Gemeinderates eine Menschenrechtsstadt. Und das ist so, das Büro ist ein strategisches Büro, das wir eben versuchen, dieses Thema als Querschnittsmaterie in allen Bereichen der Stadt, aber auch so in Zusammenarbeit mit den NGOs, aber auch so mit allen Zivilgesellschaft und alle Institutionen, die halt sich mit den Menschenrechten beschäftigen, weiter tun, um die Stadt Wien noch eine lebenswertere Stadt zu machen. Diese Schlittungsstelle, die kennen Sie schon? Natürlich. Da arbeiten Sie zusammen. Natürlich. Das ist auch eine ganz wichtige Institution der Stadt, dass es sehr unkompliziert, aber auch so wirklich niederschwellig ist. Das kann man dorthin gehen und auch sich beschweren und das geht auch so wirklich. Okay, dann kommen wir zurück zu unserer Thematik. Jetzt haben wir uns vorgestellt. Dich stellen wir vielleicht noch nicht ein bisschen kurz. Du bist der älteste Sohn oder der junge Sohn? Ich bin der mittlere. Mein Name ist Nasser Jamil Franz Al-Balul und ich wohne in den Wohnungen, die wir vorher angesprochen haben. Also, ja. Das heißt, jetzt haben wir den Fall gehört. Ich beginne vielleicht mit euren Erfahrungen. Jede Abteilung, jede Arbeit, ihr habt Erfahrungen. Ganz kurz, habt ihr so etwas Ähnliches erlebt? Was sagt ihr zu dieser Situation? Und mit einer Antwort vielleicht auf meine Frage, was würde passieren, wenn Sie, Sie haben ja gewonnen, die Familie hat gewonnen, diesen Sanierungsfall. Haben Sie gewonnen? Aber Sie haben verloren die Logierung. Also was würde passieren, wenn Sie... Naja, wir haben gewonnen in Schlichtungsstelle und in erster Instanz. Und die Logierung haben wir auch noch nicht ganz verloren. Die Logierung ist in einem Fall noch offen in zweiter Instanz. In einem anderen Fall in dritter Instanz müssen wir zum OGH gehen und schauen, dass dieses Gesetz hier richtig interpretiert wird. Ja, aber ihr könnt das verlieren. Ja. Wenn man schon zu einem Gericht... Hoffentlich nicht. Wenn man in ein Gericht geht, kann... Ja, das ist möglich, aber ich hoffe darauf, dass das natürlich... Deswegen, die Frage ist, jetzt haben Sie gehört, ja. Was würde passieren, wenn Sie verlieren, aber Sie haben gewonnen. Sie gewinnt, dass es saniert wird, dann müssen Sie raus und dann wird es saniert, oder? Ja, das ist ein bisschen das Problem. Ja, das wendet die Gegenseite ja immer auch ein, weil die sagen, sie wollen nicht sanieren, weil es läuft ja auch noch die Kündigung. Ja, wenn die dann verlieren, dann haben sie ja gar kein Interesse mehr daran, dass das repariert wird. Ja. Also wir gehen davon aus, die Sanierung, dass wir die gewinnen und wir hoffen auch, ja, die Familie ist ja gut jetzt anwaltlich auch vertreten, dass das durchaus zu gewinnen ist und auch gewonnen wird. Ja. Aber in erster Instanz ja. Hat es nicht funktioniert. Also. In erster Instanz hat es nicht funktioniert, aber deshalb gibt es ja auch die Instanzenzüge, Gott sei Dank, in Österreich. Ja. Man kann sich ja, wenn man nicht zufrieden ist mit der Entscheidung, an die nächsthöhere Instanz wenden. Das macht die Familie zum Glück auch. Und es kommt immer wieder vor, dass dann die nächsthöhere Instanz eine andere Meinung hat und eine andere Entscheidung trifft. Volker Frey? In unserer Beratungspraxis kommen solche Fälle eigentlich nie vor. Das Häufigste ist bei dem, wo wir auch was tun können, nach dem Gleichbehandlungsgesetz, wenn Leute aus rassistischen Gründen gar nicht als Mieter oder Mieterinnen akzeptiert werden. Also wenn aufgrund der Tatsache, dass jemand Deutsch nicht als Muttersprache hat, hörbar, oder aufgrund der Hautfarbe eine Wohnung gar nicht vermietet wird. Das andere ist, wenn einmal das Mietverhältnis da ist, das haben wir schon öfters, dass Verbesserungen nicht gemacht werden. Aber die meisten Leute, die bei uns dann um Beratung ansuchen, da geht es darum, dass meistens sehr schlecht ausgestattete Wohnungen betroffen sind, wo man sieht, dass das Leute sind, die kaum eine Möglichkeit haben, woanders hinzuziehen. Also wo man wirklich sieht, wie so soziale Probleme
mit Rassismus zusammenkommen, weil in Wien halt immer weniger Wohnungen für immer mehr Leute da sind und dass einfach Wohnungspreise auch steigen. Das heißt, generell ist es für viele Leute schwierig, eine leistbare Wohnung zu finden. Wenn da noch rassistische Vorurteile da sind, da wird es schwierig. Aber die meisten Anfragen, die wir haben, und da können wir leider als Klagsverband nichts tun, das sind Nachbarschaftskonflikte. Naja, aber es ist auch im Jahr schwierig gewesen, herauszufinden, ob es um rassistisch oder nicht rassistisch handelt, weil gerade der Versicherung Grave nicht sich äußern wollte. Nur wollte nur die Frage stellen, wenn die Familie will reparieren, wieso muss man in Gericht gehen? Also wieso lassen wir das nicht? Und deswegen schade, dass sie nicht da gewesen sind. Aber was auch noch für mich peinlich war, dass diese Delogierung ist erfolgt nach der erste Fall noch nicht abgeschlossen ist. Also finden Sie nicht ein Menschenrechtsgeschichte? Im Prinzip ja. Erstens einmal das Wohnen. Ja? Wohnen ist ein Grundrecht. Das ist etwas klar und das ist so, Rechtträgerinnen sind Menschen oder Bewohnerinnen in einer Stadt. Und auch so hier, ich sehe, das müsste man erstens einmal klarstellen, dass ob eine Diskriminierung ein Fall ist, dann ist es so eben Gleichbehandlung und so Recht auf nicht diskriminiert zu werden, ist ein Grundrecht. Und danach dann kann man mal sehen, dass okay, Rechtsstaatlichkeit zum Beispiel hier, dass wenn erste Instanz nicht gewonnen worden ist, dann kann man noch zur zweiten Instanz gehen oder diese Instanzzüge weitermachen. Das ist so etwas Grundrechtes, auch das hier in Österreich es gibt und auch so diese Familie mit der Hilfe des Anwaltes zieht es auch durch. Das ist einmal sehr positiv. Aber müsste man wirklich schauen, dass wo wirklich das Hauptproblem ist. Und ich denke, mit der Mietevereinigung, mit dem Anwalt, sie sind sehr gut aufgehoben. Nur hier, was für mich auch aus menschenrechtlicher Sicht sehr wichtig ist, dass das Recht auf Information. Dass wenn man, bevor man überhaupt die Wohnung anmietet, das schaut das, wo ich stehe ich. Und auch ich denke, das Recht auf Information ist eine wirklich Grundrecht, das auch Migrantinnen und Migranten sind wahrscheinlich am Anfang nicht einmal bewusst. Aber ich denke, Bewusstseinsbildung ist auch ein ganz wichtiges Thema, das wir sollten auch mit Hilfe mit Radio Afrika oder TV Afrika, das auch in diese Richtung mehr. Sie bringen uns in eine Thematik von Gesetzgebungen. Und jetzt gerade die Familie, da kann ich mich erinnern, der junge Mann hat gesagt, wieso sollen wir nicht in die Wohnung von unserem Vater wohnen? Das, wenn ich mal zusammenfassen kann. Und die andere Geschichte ist, dass es ist zwar nicht im Vertrag auch verboten. Mhm. Also was sagt man, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Ist bei Ihnen schon der Fall? Schon? Ja. Naja, das Problem ist, zu uns kommen ja immer wieder Leute, ja, und die wissen einfach über die Rechtslage nicht Bescheid. Ja, und da kann man aber nicht einmal den Leuten den Vorwurf machen, weil es ist so kompliziert. Ja, und auch das Mietrechtsgesetz ist sehr komplex, wird immer wieder novelliert. Ja, da haben wir manche Juristinnen schon das Problem, das zu verstehen, die einzelnen Normen. Und für den einzelnen Mieter, die einzelnen Mieterin, ja, ist es noch schwieriger. Ja. Ich empfehle immer alle, bevor sie anmieten, eine Beratung bei uns in Anspruch zu nehmen oder eine andere rechtliche Beratung, weil so kann man viele Probleme im Vorfeld schon abklären und sagen, worauf muss ich aufpassen. Und es ist natürlich viel Arbeit auch dahinter. Wir wollen vor allem junge Menschen auch erreichen, ja, die erste Wohnung anmieten. Was kann alles passieren? Und da haben Sie Zeit für uns alle. Wenn ich alle meine Klienten das schicke zu Ihnen, haben Sie Zeit dafür? Wir haben viel Zeit. Vor der Vermietung. Wenn es schnell gehen muss, haben wir immer einen Termin für alle unsere Mitglieder, weil wir sind ja Mitgliederverein. Ja. Und weil es vorher angesprochen ist, das bemerken wir schon auch. Ja. Vermieter sind halt da auch Forscher, wenn es um Migranten, Migrantinnen geht. Ja. Und vor allem, wenn sie die Sprache nicht so gut kennen. Ja. Da zahlt man dann bald einmal 15 Euro am Quadratmeter für eine Wohnung, die verschimmelt ist und das WC am Gang. Ja. Also das erleben wir leider immer wieder. Da können wir aber dann auch gut helfen. Ja. Wir können den Mietzins runtersetzen, wir können die Erhaltungsarbeiten durchsetzen. Ja. Da vielleicht könnt ihr Wohnung auffinden, damit die Leute können. Ich gehe jetzt hin und sage dir, Volker Frey. Du bist ein Jurist, ja? Aber wir haben zu tun mit einer Familie, der, sogar eine große Wohnung, 180 Quadratmeter in Kärntner Straße. Es ist logisch, dass 6 Leute hineinwohnen. Aber juristisch gesehen, wenn es nicht im Vertrag steht,
aber in dem Mietergesetz oder Wohnungsgesetz versteckt ist. Besonders diese Weitergabe, nicht Weitergabe, wenn es um Übergabe nicht gäbe. Wie glauben Sie, können Migranten heraus auch fischen, sodass das funktionieren kann? Ich glaube, dass bei vielen mietrechtlichen Fragen alle Menschen sich schwer tun. Es ist eh schon angesprochen worden. Und wenn ich mich rechtlich nicht auskenne und mir auch sprachlich schwer tue, ist es natürlich noch schwieriger. Deshalb sind, glaube ich, einfach Beratungsstellen wie die Mieterberatung so wichtig. Ich denke eigentlich, dass auch deswegen Migranten, die herkommen, wichtig. Ich glaube, dass das Mietrechtsgesetz auch so gestaltet sein muss, dass es auch dass die Menschen das verstehen können. Weil ich glaube zum Beispiel eine Sache wie, dass ein Vater oder eine Mutter eine Wohnung mietet, dass die Kinder drin wohnen können. Zum Beispiel, wenn jemand aus Afrika kommt und eine Wohnung mietet, der hat vor, dass seine Kinder dort wohnen und seine Frau oder der Mann und die Kinder dort wohnen, dann muss das eigentlich, das ist, glaube ich, zutiefst menschlich verständlich, dass man sich denkt, ja, meine Kinder können in der Wohnung wohnen, wo ich wohne, oder mein Ehepartner kann in der Wohnung wohnen, die ich miete. Ja? Auch wenn ich jetzt zum Beispiel im Ausland bin oder nicht. Meiner Meinung nach und auch mit den Kollegen, die ich gesprochen habe, für denen ist das eigentlich immer eine Sache, die auf der Hand liegt. Die sagen, ja, meine Familie kann schon, also meine enge Familie, ja? Nicht jetzt mein dritter Cousin oder was, sondern mein Ehepartner obwohl und meine Cousin, Kinder. Ja? Obwohl der Cousin auch. Ich meine jetzt nicht der dritte Cousin von ich weiß nicht woher, aber mein Ehepartner und meine Kinder können in der Wohnung wohnen. Egal, ob ich jetzt da gerade jetzt nicht da bin oder jetzt ein bisschen später komme. Aber James, ja, ich komme wieder zur Menschenrechtsgeschichte. Aber wir haben eine Situation, wo eine Familie kommt und gewiss in eine Sackgasse landet. Für die Stadt Wien, zum Beispiel mit Menschenrechtsgedanken, ja, kann man nicht ausgerichtete Interventionen machen, damit es wirklich nicht 5 Jahre dauert. Also denk einmal 5 Jahre, wenn Sie jeder von uns in einer Wohnung wohnt, wo es tropft im Winter. Also das ist so, ich muss sagen, Stadt Wien hat selbst über 220.000 Wohnungen. Und so im menschenrechtlichen Bereich, wenn man Wohnen als Thema nimmt, wir stehen im Vergleich mit Großstädten in Europa nicht schlecht da. Aber natürlich, Wien ist eine stark wachsende Stadt und nicht nur durch Zuwachs, sondern auch natürlich durch natürliches Wachstum, das heißt mit Anzahl von Kindern, die halt von Geburtenjahren, dass sie so stärker waren, jetzt zu einem Alters kommen, dass sie auch bald von zu Hause ausziehen werden. Wir werden noch einmal einen Engpass in Wohnungen haben. Und da halt natürlich noch einmal ist das Thema verstärkt aus menschenrechtlicher Sicht uns anzusehen und auch schauen, dass was wir tun. Aber Stadt Wien hat auch so seit über 30 Jahren die Gebietsbetreuungen, die mobile Gebietsbetreuung, natürlich Mietevereinigung und sehr viele Institutionen, die so wirklich Beratungen machen, aber auch in verschiedenen Sprachen. Das ist auch Recht auf Information, das auch so wird gewährleistet. Aber trotzdem, ich finde, das ist so einfach, wenn man neu in einem Land kommt, weiß man ja nicht, was denen so überhaupt so zukommt und was überhaupt so das Recht passiert. Ja? Wir haben jetzt ein neues Instrument, das seit ein paar Jahren bei der Stadt Wien und das heißt einmal Start Wien. Und da gibt es Module. Start oder Start? Start Wien. Start Wien. Genau. Aha. Das ist so, wenn man nach Wien kommt, vor allem aus Drittstaaten, dort kann man Beratungen holen und alle ersten Module, eine von diesen Module ist Wohnen. Und auch dort, alle Beratungszentren sind dort aufgelistet. Und auch so kann man Orientierungskurse machen, aber auch, dass wenn man Schwierigkeiten hat, alle Anfang mal mit einer Beratung beginnt. Aber dieses Instrument ist relativ neu, das heißt einmal, wir haben seit 7, 8 Jahren in Wien und wir haben so halt wahrscheinlich einen Zuzug von Menschen, die nach Wien gekommen sind und das ist so noch nicht ganz über das System informiert sind. Aber Information ist ganz wichtig hier. Information ist ganz wichtig. Aber jetzt gerade, wenn wir einen konkreten Fall haben, deswegen habe ich gefragt, jetzt ist 5 Jahre, der dauert, dass die in die Wohnung tropft. Deswegen frage ich, konnte man vielleicht nicht als Menschenrechtsorganisation einen anderen Ausweg finden, damit die Familie endlich in die Wohnung, wenn diese in Österreich die Prozesse dauern lange,
es ist ja, was, natürlich kann man nichts gegen Gesetz machen, aber kann man auch nicht vielleicht die Verfahren beschleunigen. Aber jetzt, wir haben zu tun mit einer Situation, diese Situation ist in einem Tropfen vom Dach. Es kann eine andere, Schlüssel funktioniert nicht. Wir haben gehabt, ja, Heizung funktioniert nicht. Also, welche Auswege gibt es, damit die Leute nicht sterben? Erstens einmal, dass, wenn im privaten Bereich ist, hat die Stadt Wien wenig Spielraum. Außer, dass diese Beratungszentren, außer Schlichtungsstelle, außer Gebietsbetreuungen, die man sich Beratung holt, aber das ist so völlig, und wenn man so denkt, so halt, so Gerichtsbarkeit, ist es auch etwas, das mit der Stadt Wien wenig zu tun hat. Stadt Wien hat ja Schlichtungsstellen, aber das ist so, Justizapparat ist nicht in der Hand der Stadt Wien. Das ist einmal, völlig geht es so im Just-Bereich weniger Spielraum, vor allem im privaten Bereich. Okay, komme ich auf eine Mietervereinigung. Konnte man vielleicht nicht vorher ein Arrangement gefunden werden, bevor es zum Gericht geht, und dann dauert Jahre, bevor die Leute in eine unbrauchbare Wohnung wohnen? Das machen wir eigentlich immer. Wir versuchen ja immer, einen Vergleich anzustreben, mit der dann beide Seiten leben können. In dem konkreten Fall war es ja so, dass die Familie angeboten hat, wir reparieren das selbst, wir machen es eh selber. Ja. Die müssen nur zustimmen, weil es eben allgemeine Teile sind. Die Fenster gehören dem Eigentümer, ja, da muss er zustimmen. Aber es war nicht möglich in dem Fall, dass man da eine Einigung erzielt. Aber das ist natürlich der beste Weg. Ja. Dann können beide Parteien damit leben. Und auch die Schlichtungsstelle hat ja eigentlich diese Aufgabe. Sie heißt ja auch Schlichtungsstelle. Sie soll den Streit schlichten. Ja. Das ist ja das Ziel, damit es nicht immer zum Bezirksgericht weitergeht und zum Landesgericht. Was war überhaupt das Argument? Ich schade, dass Sie nicht da sind. Warum sagen Sie, warum nicht reparieren sollen? Ich denke, dass auch das Problem ist, dass erstens viele Vermieter, also oft sind Hauseigentümer große Gesellschaften, also man kann da wenig dagegen machen, hinter denen stehen sehr viele Leute. Und zweitens, dass in den konkreten Fällen jetzt auch, wie gesagt wurde, wenn Migranten zum Beispiel in Wohnungen wohnen, die nicht, ja einfach, man würde dort normal nicht wohnen, dass der Zustand auf diese Art und Weise so ist und es wird nicht repariert, dass einfach oft, ich glaube, es gibt, ich bin kein Jurist, aber ich glaube, es gibt auch überhaupt keine Strafen in dem Sinne. Das Einzige, was dann passiert ist, der Beschluss kommt und sagt, ja, das ist eigentlich nicht okay, der Mietzins müsste auf diesem Niveau sein. Das bedeutet eigentlich nur, der Mietzins ist auf dem Niveau, wie die Wohnung ist. Das heißt, der Vermieter hat gar nichts verloren. Der hat einfach genau den Mietzins bekommen, den er normalerweise auch bekommen würde. Ja? Und denkt sich, ja, vielleicht gewinne ich, vielleicht verliere ich den Prozess. Wenn ich verliere, bekomme ich den Mietzins, der mir sowieso zusteht, laut dem Gesetz. Also das passt eh. Und wenn ich gewinne, bekomme ich mehr. Also, zum Verlieren habe ich wenig und versichert sind die meisten. Frag mal der Jurist jetzt gerade, die haben ja gezahlt, unreparierte Wohnung. Ja. Konnten Sie auch nicht zahlen, sagen, wir zahlen nicht, solange die Wohnung repariert wird? Naja, das Problem beim Wohnen ist halt immer, dass das so ein existenzielles, dass es so eine existenzielle Sache ist, dass da wir alle hundertprozentig sicher sein wollen, dass zumindest das Wohnen hinhaut. Also allein die Gefahr einer Delogierung ist ja etwas, was uns allen Angst macht, wenn wir uns vorstellen, ich weiß nicht, ob ich in einem Monat oder in zwei noch in meiner Wohnung wohnen kann, dann ist das eine totale Bedrohung. Also das sind auch Fälle, mit denen wir nicht zu tun haben, weil wir nur nach dem Gleichbehandlungsgesetz klagen. Aber da merken wir bei allen Dingen, die so ganz existenziell sind, und das ist auch Wohnen, dass viele Leute sich lieber arrangieren und schauen, besser eine schlechte Wohnung zu haben, auch zu schlechteren Bedingungen und vielleicht besser sich nicht aufregen oder kein Verfahren zu machen wegen einem Fenster, das undicht ist oder weil es tropft oder weil es schimmelig ist, als zu riskieren, dass wir die Wohnung ganz verlieren. Und das ist, denke ich mal, ein Grundproblem von so existenziellen Dingen wie Wohnen oder Arbeit. Dann kommen wir zur Mietervereinigung. Mhm. Wenn eine Situation wie diese, wie der Volker Frey erklärt hat, dass man akzeptiert, unlebbare Sachen zu leben, um nicht was man hat zu verlieren. Aber wenn man kommt zu Ihnen und dann ist in einer Situation wie diese,
Jetzt kommt, was wäre die Empfehlung? Muss man sagen, bleibe drinnen? Oder, mhm, oder gibt es eine Möglichkeit, inzwischen die Familie zu retten, mhm, bevor der Urteil kommt? Im konkreten Einzelfall ist es immer schwieriger, weil es ist immer so, die Mieter haben ja nicht, die Mieterinnen nicht nur Pflichten, sondern auch viele Rechte. Ja? Und die können sie auch durchsetzen, und zwar ohne Angst zu haben, die Wohnung zu verlieren. Ja? Weil der Vermieter, die Vermieterin, die brauchen immer einen konkreten Grund, ja, um eine Kündigung auszusprechen. Ja? Ich kann nicht einfach sagen, ich erfinde jetzt einen Grund, ja, und das ist der Kündigungsgrund. Die stehen wirklich im Gesetz festgeschrieben. Das ist ein spezieller Fall, ein Einzelfall. Ja? Der Rechtsanwalt der Familie hat auch vorher gesagt, es gibt wenig Judikatur oder gar keine Judikatur zu so einem konkreten Fall, das ist dann schwierig. Aber normalerweise ist es schon so, ich habe Rechte, die kann ich durchsetzen und ich muss nichts befürchten. Ja. Ich als Mieter, Mieterin habe die Pflicht, die Miete zu zahlen. Ich darf mich nicht unleidlich verhalten. Es gibt gewisse Punkte, aber die sind alle im Gesetz aufgezählt. Ja. Die muss ich einhalten und dann kann ich natürlich auch meine Rechte durchsetzen. Und zudem rate ich auch immer, ja. Man muss sich nicht immer alles gefallen lassen. Das ist sogar kontraproduktiv, weil es gibt eben keine Strafen, wie das schon angesprochen worden ist. Das fordern wir schon lange, ja? Dass ein Vermieter, der zu viel Miete bezahlt, dann auch bestraft wird dafür, dass er es tut und nicht nur den Mietzins senken muss und das zurückzuzahlen, was zu viel war. Ja? Weil, leider, wir haben ein Problem, weil Versicherung Grave von Graz nicht da ist, um zu fragen, warum haben Sie sofort geklagt, nachdem Sie auch angeklagt war. Ob wenn es diese erste Klage nicht gewesen wäre, ob Sie auch eine zweite Klage bringen wird. Deswegen, bei solchen Situationen natürlich schadet die Sendung oder das Publikum. Vielleicht nachher werden wir versuchen zu schauen, ob die Stellungnahme auf der anderen Seite gegeben wird. Aber die Frage ist, dass von der Menschenrechte her, wenn man nicht wohnt, wie er wohnen soll, soll man weiter so zuschauen? Natürlich nicht, natürlich nicht. Aber erstens einmal, dass wir halt wie gehört haben, das ist sehr schwierig, dass wenn man zuerst einmal selbst nicht sicher ist, ja, und das ist so unsere, die Monitoring von Integration und Diversität zeigt in Wien, wir haben letztes Jahr 2014 gehabt, das ist so eine Monitor, das ist so eine, sozusagen nach 2 oder 3 Jahren schaut die Stadt, dass wo stehen wir zum Thema Integration. Wohnen ist auch ein ganz wichtiges Thema für Integration. Wenn man nicht eine anständige Wohnung hat, dann kann man auch sich nicht integrieren. Aber leider am Wohnungsmarkt, wir haben für die so halt mit für die Bevölkerung, die eine migrantische Erfahrung mitbringen. Erstens einmal, dass die Wohnungen sind relativ kleiner und auch sie zahlen mehr Miete als die Wohnungen, die halt seit längerer Zeit vermietet worden sind. Das ist ein wichtiges Thema und das ist so, wir schauen gemeinsam, aber auch bei diesen Einzelfällen, wir müssen auch so unbedingt uns besser informieren lassen und auch so wirklich jedes Mittel nutzen, dass auch das nicht so eine Situation vorkommt. Das ist auf jeden Fall. Das ist zuschauen und auch akzeptieren ist nicht gut. Aber wie gesagt, private Markt ist etwas, das wurde auch so seit den 80er Jahren mehr und mehr dereguliert. Und auch, das ist so ein Anforderungen der Stadt als Menschenrechtsstaat, ist es noch einmal diese Re-Regulierung des Wohnungsmarktes und auch so Mietrechtes, dass noch einmal, dass auch so zweckgebundene Wohnbauförderung sollte wirklich auch im Wohnbau finanziert werden. Das war auch etwas, das in den letzten Jahren nicht mehr der Fall ist. Auch das ist ein Bundesgesetz. Und das ist so, alle diese Sachen führen auch dazu, dass Menschen, die in dieser Stadt wohnen, ein würdiges eine würdige Wohnsituation und auch einen würdigen Wohnraum zur Verfügung haben. Das ist ganz wichtig. Ja, ich denke, dass wir uns sicher alle einig sind, dass das eine der wichtigsten Sachen. Jeder Mensch muss wo wohnen. Aber ich glaube, das Wichtige ist auch die Frage, wie man das umsetzen kann. Und ich denke, dass das so ist. Natürlich soll man sich aufregen, wenn etwas passiert, wie Sie gesagt haben. Aber es ist wirklich auch so, dass, wie der Kollege gesagt hat, dass oft denken sich die Leute, naja, bevor ich hier wirklich etwas mache und riskiere, dass ich raus muss, ja, ich sitze am kürzeren Ast, wenn ich raus muss, wohin soll ich gehen? Aber der Vermieter kann jederzeit einen neuen Mieter finden, ist kein Problem in Wien.
mache ich besser gar nichts. Und ich glaube, das ist wirklich eine Situation, wo man schauen muss, wie kann man hier entgegenwirken, wie kann man etwas machen und wie kann man auch den Mietern, die eigentlich hier am kürzeren Ast sind, eine Möglichkeit geben, auf sichere Art und Weise ihre Rechte durchzusetzen, ohne dass sie Angst haben müssen, dass sie nachher weitere Probleme haben mit den Vermietern. Man liest oft in den Zeitungen, ja, dass Vermieter Mieter rausekeln wollen, auf welche Art und Weise auch immer. Ja, die können sich alles einfallen lassen, die haben oft genug Geld und die haben auch genug, die haben Rechtsschutzversicherung, was weiß ich, die haben nichts zum Riskieren und die versuchen alle ihre mögliche Art und Weise. Und ich denke, was man hier schauen muss, wie kann man den Mietern eine Möglichkeit geben, dass sie dieses Grundrecht, Grundmenschenrecht, auf eine gute und sichere Art und Weise in Wien, in Österreich, durchsetzen können. Und wie geht es euch bei zu Hause? Wenn ihr sitzt jetzt gerade vor einer Situation, wir wissen nicht, was passieren wird. Was ist die Stellungnahme von der Familie? Das sagt ja, wir sitzen, wir warten, bis Gericht schon entscheidet, dass wir Rechte haben. Oder seid ihr auf Suche nach einer anderen Wohnung? Ja, wir eigentlich von Anfang an, nachdem wir das bekommen haben, natürlich, das ist auch eine psychologische Belastung von Anfang an. Wie auch der Kollege gesagt hat, natürlich psychologisch, man weiß nicht, wann kommt das Urteil, wann muss man raus, kann man drinnen bleiben. Wir hoffen natürlich darauf, dass dieses Urteil aufgehoben wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es familienfeindliche Gesetze gibt. Ja. Aber man muss immer auch mit dem Worst Case rechnen. Aber bleib mal, vielleicht Volker Freck kann uns helfen, den Fall zu verstehen. Renovierung, haben Sie erste, zweite Instanz, haben Sie das gewonnen. Was wäre passieren, wenn der Restinstanz bestätigt die Status quo? Die gewinnen die Sanierung, aber sie verlieren die Regierung. Sie will keine ohne Konsequenz. Wie schaut das aus? Ich kenne den Fall überhaupt nicht. Nein, kann ich dazu gar nicht sagen. Ich würde dich echt zum Einzelfall kann ich nicht sagen, weil ich darüber nichts weiß. Also das kann der am besten der Anwalt. Mit den Vereinigungen. Ja. Wie funktioniert das da? Ja. Wenn Sie gewinnen einen Teil und einen anderen verlieren. Aber inzwischen sind Sie wenn Sie die Erhaltungsarbeiten gewinnen, Sie haben ja aber dann kein rechtliches Interesse mehr daran, dass die auch durchgeführt werden. Ja? Weil was passiert, wenn es die Hausverwaltung nicht tut? Ja? Oder die Eigentümer? Ja? Die Mieter müssen ausziehen, weil das andere Verfahren haben sie verloren. Ja? Und haben jetzt zwar eine rechtskräftige Entscheidung, ja? Dass die Fenster saniert werden müssen. Die können es aber nicht mehr durchsetzen dann, weil sie ja nicht mehr die Hauptmieter dieser Wohnung sind. Ja. Das heißt, es gibt dann zwar eine rechtskräftige Entscheidung, die hat vielleicht Wirkung auch für den Nachmieter, weil es allgemeine Teile des Hauses sind, ja. Aber durchsetzen und vermute, können das sie ist, das ich nicht. Ich vermute, das ist auch deren Ziel. Aber wenn die Logierung schnell geht, dann auch, seid ihr raus, die haben das auch geschrieben, die haben gesagt, ja, wir delogieren denen eh, oder wir haben eh Prozesse gegen die eigentlich, die können gar keinen Antrag stellen auf Reparatur. Das Gericht hat denen gesagt, na doch, das muss repariert werden, egal. Ob die da sind oder nicht da sind, das muss repariert werden. Okay, dann wir haben 10 Minuten jetzt, das bleibt uns. Der Rest der Runde will zu euch kommen, meine lieben Damen und Herren. Wir sind in der Mitte der Diskussion Integro. Integro ist Integration an der Grund. Und da ist eine Plattform, wo Fälle, besonders heute ist Wohnung, Fälle mit Stakeholder und Experten diskutiert wird. Jetzt gerade, wir haben 9 Minuten, jetzt gerade eine habe ich schon selber ausgenutzt. Tipps, eigene Bauchgefühl, aber gleichzeitig, wenn ihr auch gute Fälle in ihrem Arbeit gehabt haben, in ihren Arbeiten gehabt haben, dass der beleuchten kann, was kann man tun in verschiedenen so ähnlichen Situationen? Bitte, jeder hat eine Minute. Gut, was machen wir mit diesen jungen Leuten, die sitzen, wenn sie schnell drogiert werden, bevor sie also es gibt ein Housing First. Und das ist so ein Programm der Stadt, das wird geschaut, dass eben Delogierungen nicht stattfinden. Weil Delogierung ist nicht nur ein großes Thema, ist, dass Menschen ihren Wohnraum verlieren, sondern auch, das ist sehr teuer. Weil die Menschen, die auf der Straße sind, auch für allgemeine wirtschaftliche Lage sind nicht gut. Auch so kostet sehr viel und das ist so Gerichtskosten und das sie müssen mal selbst, aber auch so, das ist so für allen Beteiligten kostet was. Das ist einmal das etwas, das sehr viel auch wird versucht, aber auch gleichzeitig Information, gleichzeitig Mehrsprachigkeit, gleichzeitig Novellierung von Mietrecht ist ganz wichtig hier. Das ist so, wir hatten Anfang 1992, 93 ein ganz so unglaubliches Phänomen in Österreich gehabt, dass diese Kurzzeit so mit
Verträge. Das war so, sogar so für ein halbes Jahr. Und da ist das ist einmal jetzt abgeschaffen worden. Ist. Das ist so, je länger man in einer Wohnung bleibt, dann fühlt man auch sich zu Hause. Und wenn man auch vor allem Integro, ein Thema ist, dass wir über Integration sprechen, Wohnen ist ein Barometer für Integration. Wenn man sich nicht wohlfühlt in einer Wohnung, wenn man sich nicht zu Hause fühlt, dann kann man auch nicht integriert sein. Das ist so etwas, das in alle Integrationsdebatten ist ein wichtiges Thema und wird auch noch mehr ein Gewicht gewinnen in diese Stadt, weil Wien eine wachsende Stadt ist. Wie kommen wir zu Ihnen? Welche Fälle kommen zu Ihnen? Sie können eine E-Mail schicken oder auf die Tür warten? Oder wie funktioniert das? Nein, es ist so, das Menschenrechtsbüro der Stadt Wien ist ein Büro, das nicht für Einzelfälle zuständig ist, aber auch keine Anlaufstelle, sondern wir arbeiten in wirklich strategischer Ebene. Also und das Thema Wohnen und Menschenrechte haben wir auch als Thema in unserem Programm drinnen und wird auch in diesem Bereich sehr viel diskutiert und auch natürlich, wir müssen noch einmal schauen, dass wo wir stehen und was wir in der Zukunft noch in dieser Stadt machen sollen. Der Fall hat geholfen? Ja, natürlich, das ist so noch einmal, das ist so Betroffene face-to-face zu sehen, das ist so natürlich sehr wichtig, aber ich hoffe, dass werden wir nicht in dieser Stadt so viele Fälle haben, dass es so bei Einzelfall bleibt, weil sogar Einzelfall ist auch zu viel in diesem Bereich und ich hoffe nur wirklich alle Beste für die Familie, dass auch dieser ganze Prozess gewinnen und diese Wohnung auch bleibt. Zwei Minuten. Volker Frey, Sie hofft, dass es der Fall geworden wird so ähnliche Fälle, Success Story, haben Sie schon etwas geschafft? Naja, es ist auffällig, wir haben ca. 80 Anfragen pro Jahr, wo Leute zu Gericht gehen wollen und nur ca. 5 bis 13, 15 im Jahr entscheiden sich wirklich hinzugehen. Und wir merken, gerade bei Wohnen, wo so existenziell ist, dass Leute überwiegend versuchen, Verfahren zu vermeiden. Wir haben ein einziges Mal geklagt, weil eine Frau aus rassistischen Gründen eine Wohnung nicht vermietet bekommen hat. Da haben wir zum Glück dann einen Vergleich geschafft. Aber sonst kommen die meisten Fälle nicht zu Gericht. Und da sieht man, strukturell sehen wir, dass Migranten und Migrantinnen pro Quadratmeter mehr zahlen und in kleineren Wohnungen wohnen und sowas kann ich individuell durch einzelne Klagen nicht ausgleichen. Also da sieht man einfach, wenn der generelle rechtliche Rahmen, wenn ich ein gutes Mietrecht habe, dass das wahrscheinlich am meisten hilft und letztlich muss es natürlich auch genug leistbaren Wohnraum geben. Also man macht hier ganz deutliche Werbung für Mietervereinigung. Ja, das ist sehr gut. So. Ja. Aber habt ihr genug Geld, um alle unsere Fälle zu verteidigen oder zu unterstützen? Ja, wir sind ja ein Verein. Ja, bei uns muss man Mitglied sein. Die Mitgliedschaft kostet 61 Euro im Jahr. Ja, und dann vertreten wir aber auch bis rauf zum obersten Gerichtshof all diese Fälle. Und wir haben leider sehr viele dieser Fälle. Also für uns ist das kein Einzelfall, gerade was Erhaltungsarbeiten, Mietzinse angeht. Ich kann aber auch gute Nachrichten überbringen, weil über 90% dieser Fälle, die wir führen, gewinnen wir auch. Also wir sind da schon sehr erfolgreich. Uns gibt es über 100 Jahre und wenn man ein Problem im Bereich Wohnen hat, kann man sich vertrauensvoll an uns wenden. Einen Wunsch? Einen Wunsch? Nein. Vielleicht sage ich auch kurz noch was dazu. Ich finde das eigentlich gut, dass es so den Mieterverein gibt. Seit über 100 Jahren schon, das zeigt uns auch, wie wichtig das Thema ist. Schon vor 100 Jahren, vor dem Ersten Weltkrieg noch, haben sich die Leute gedacht, wir brauchen Leute, die uns vertreten als Mieter, weil alleine sind wir nicht stark genug. Und ich glaube, dass das Thema aus Menschenrechtssicht auch ein extrem wichtiges Thema ist, wie angesprochen. Und natürlich wünsche ich mir, dass hier in Österreich die Lage für die Menschen, jeder Mensch wohnt irgendwo, für die Menschen ertragbar ist und dass man auch mit gutem Herzen seine Rechte durchsetzen kann, ohne Angst haben zu müssen, dass man nachher Repressalien erleiden muss. Genau, nachdem wir gesehen haben, dass Ihre Situation wackelt in eine Gesetzeslücke, da vielleicht sammelt ihr Unterschriften und dann schickt ihr zu dem Richter. Ja. Also meine lieben Damen und Herren, hier ist ja Integro. Wir sind beim Afrika TV, das heißt, das ist eine Sendung über Afrika. Und die Geschichte ist, dass wir auch
Hätte ein Kollege von da, uns da, dabei gewesen, eine andere Fahrt zu präsentieren, ist kurzfristig krank geworden. Aber wir hätten schließen diese Sendung mit einem speziellen Begriff. Diese Sendung von Afrika, Afrika TV, wollen wir nächstes Jahr ein anderes Thema bringen, Afrophobie. Sagt Ihnen was? Ich kann mir vorstellen, was kann das bedeuten. Zum Beispiel? Dass die Leute rassistisch gegenüber Leuten sind, die aus Afrika kommen. Ja? Genau. Diskriminiert, ja. Auch so eingeschätzt. Ich muss dann informieren, dass der UN hat eine Dekade schon verabschiedet, seit vor vorletztes Jahr, dass die Regierungen und sogar die Europäische Union hat das auch schon übernommen, die Regierungen sollen Konzepte machen über dieses Programm, was Hass aufgrund von der Dunkelhautfarbe in der Europäischen Union, Ränder, als ein Thema zu ergreifen und besonders auch Schritte zu unternehmen, damit es abgeschafft wird. Das wird unsere nächste Sendung. Ich glaube, ihr seid noch wieder mal noch dabei. Freue mich, dass ihr alle dabei gewesen seid. Ne? Wünsche alles Gute. Danke, danke. Die Adresse haben wir bekommen für die Änderungen der Gesetze in der Stadt Wien. Vielleicht neue Politik und Input. Die Organisationen noch mal vielleicht auf die Website zu gucken, welche sind die Organisationen, damit man zu ihnen kommt. Und bei denen wünschen wir viele Mitglieder einen Namen. Danke. Damit sie uns verteidigt. Meine lieben Damen und Herren, es war wunderschön. Hinter der Kamera stehen viele Leute, Kameramänner in der Regie, in der Organisation. Diese Sendung wurde von einem großen Team vorbereitet. Und deswegen bedanke ich mich in ihrem Namen und freuen wir uns, wenn es wieder mal Integro heißt. Ciao. Feel alright, saying, let's get together and be